So, wir nehmen den Fahrstuhl. Der müsste am besten immer noch gehen. Ach ja, huch, ich höre eine Spinne, das hört sich nicht gut an. Also. Diesen Wasserfall will ich so beibehalten. Wenn wir einen Keller machen, müssen wir uns sowas überlegen, wie wir den da drin lassen. Ich würde sagen, dass der irgendwie aus dem Keller rauskommt, der Wasserfall. Das heißt, wir müssen beim Bau richtig schön aufpassen, dass wir das auch beibehalten. Weil ich denke, sonst geht auch die Strömung verloren hier. Und das wäre mir echt schade. Wo ist denn die verdammte Spinne? Wer hat die Spinne da reingelassen? Weißt du, kaum ist man mal 5 Minuten nicht zu Hause und schon wird das Haus eingenommen. Von Spinnen. Was ist bloß los mit der Welt? Ganz toll. Ah, noch besser. Genau, warum? Warum auch nicht, ne? Ich habe schon gedacht so, es ist immer noch besser als ein Creeper. Eigentlich müsste ich auch laut denken und müsste das noch vorher sagen, dass ich denke, da ist ein Creeper drin, ne? Guck ich da rein? Oh, was für ein Zufall. Genau, es fängt ja auch noch an zu regnen. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Legen wir jetzt hier noch drin in der Matsche? Sehr schön. Und die haben es schön gemütlich warm. Selbst Pupsi, die kleine Verräterin, hat sich mit dem Monster hier noch verbündet, ey. Es geht ja gar nicht hier. Verdammtes Monster. Komm aus meinem Haus raus. Verrat. Ich nenne es Verrat. Das ist übelster Verrat. Kommt, lass mich rein. Ihr verdammten Verräter. Wie könnt ihr nur? Ja, wie kommen wir jetzt am dümmsten ins Haus, ne? Das ist jetzt mein Haus. So in etwa fühle ich mich hier gerade, ne? Toll! Lass mich durch! Lass mich rein! Was ist mit dem jetzt kalt? Der ist hier reingepackt. Wie geil ist das denn? Das könnte unser Vorteil sein. Auf zum Angriff! Passt gerade irgendwie mit der Musik, ne? Oh, F1, so. Kommt her! Gut, da kommt die zweite, die schlingelt hier oben rum. Was ist noch schlimmer als ein normaler Creeper? Ein glitschender Creeper. Ich will doch nur schlafen. Upsi. Genau. Ich weiß schon den Namen der Folge, ne? Das ist jetzt mein Haus. Du verdammter Verräter! Quatsch, Verräter. Du verdammter, verdammtes Monster, du verdammter Creeper, lass mich in mein Haus rein. Pupsi, kümmere dich um das Monster! Aber nein, mach lieber gar nichts. Stattdessen lässt du mich hier draußen im Regen stehen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt der auch noch. Was soll als nächstes kommen? Es ist noch kalt. Ich hab Hunger, steht da oben. Hab ich einen Burger mit? Nee, einen Apfel. Ja, toll. Schöne Scheiße. Weißt du,
Am besten nimmt er jetzt noch eine ganze Kiste und haut ab. Jetzt will ich ja noch tatsächlich am Telefon angerufen, ey. Ja, Ich glaube, da müssen wir mal kurz unterbrechen. Na, bis gleich. Irgendwann ist auch ein Gespräch mal vorbei. Seid ihr noch da? Ich hoffe mal. Ja, war halt ein bisschen wichtig wegen meiner Ausbildung. Und ja, jetzt bin ich auch endlich fertig hier. So, wo waren wir? Ich bin völlig aus dem Haus jetzt. Das hat ein bisschen länger gedauert, das Gespräch. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen Ausbildung, ein bisschen kümmern drum, ne? Ist halt so. Also gehört halt zum Leben. So, zurück zu Minecraft. Ja, wo waren wir? Ach ja, gib mir mein Haus zurück! Wo waren wir nochmal genau? Wie wollen wir jetzt hier reinkommen? Wir haben nur eine Tür. Und dieses verdammte Creeper-Teil versperrt uns den Weg. Entschuldige nochmal die Störung. Das für die Live-Zuschauer hat ein bisschen länger gedauert. Aber war halt wichtig, ne? Aber das kennt ihr wahrscheinlich schon im richtigen Leben. Das ist halt so. Ich will ja auch nur mein Haus rein. Toll, schöne Scheiße. Jetzt sind wir aus meinem eigenen Haus ausgesperrt. Das ist mein Haus. Das ist unglaublich, ey. Ich bin vor der Tür komplett zusammengezuckt, ey. Jetzt auch noch mein Garten. Was wollt ihr mir noch nehmen, ey? Na, Niklas ist wieder da. Wie komme ich hier wieder rein? Oh, warte mal, das Viech ist weg. Das Viech ist weg. Wo ist es hingerannt? Wo ist es hingerannt? Okay, das ist unter der Treppe, ne? Ja. Gut, das ist schwer. Ohne das Haus in die Luft zu jagen. Das ist voll schwer. Wie sollen wir denn hier reinkommen? Oh. Lauf! Locken wir ihn raus. Locken wir ihn raus. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, kommst du raus? Komm. Put. Alter, bist du so blöd, eine Tür zu benutzen? Ich glaube, der hat Angst vor Regen, kann das sein? Hier bin ich! Benutzt die verdammte Tür! Ich hatte das Gefühl, die gehören keine Karten der Türen. Ich glaube, du wirst gleich ermordet. Das ist schön. Dass ihr mir zutraut hier, dass ich es überleben werde. Oh, komm schon! Pupsi, hilf mir! Was, die ignoriert das komplett? Die hat eine WG mit dem beschlossen. In meinem eigenen Haus. Jetzt komm aus der Kann eigentlich vom Vorteil sein. Ich kann man den leichter zerstören. Nicht zischen! Weißt du was? Wir benutzen jetzt einen Lifehack. Ich mach mal sicherheitshalber die Tür zu. Wir benutzen jetzt einen Lifehack. Genau. Wir nehmen zwei Holzer, machen da 8 Holz draus, machen daraus eine Werkbank, setzen die Werkbank hier hin, benutzen den so. Ah ne, halt Quatsch. Machen daraus jetzt Stäbe. 1, 2, 3. So, mit diesem Bogen werden wir es schaffen, unser Haus zu befreien. Wo ist er hin? Pupsi ist zuerst dran, wegen Verrat. Wo ist er hin? Oh oh. Oh oh, nicht gut! Lass mich! Wo ist der Creeper hin? Pupsi und helfen, genau! So stelle ich mir das auch vor. Das frage ich mich auch gerade. Bin ziemlich enttäuscht für Pupsi. Wo ist das Monster? Wo ist der verdammte Creeper jetzt? Sag bloß, der ist despawned. Was, sie hat mir extra die Mühe gemacht, hier so einen scheiß Bogen herzustellen, der ist weg. Da kommt er. Haben wir die Bombe schon mal entschärft, das ist gut. So, als nächstes bist du dran. Dafür, dass es regnet, eignet sich das ganz gut, dich jetzt kite zu machen. Genau. Spawn mal schön, despawn mal schön. Setzen wir es in den Regen.
Ich glaube, das müsste auch schon reichen, dass er genug Schaden kriegt. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Perfekt. Soll ich gleich mal Custom NPC auf dem Server ziehen? Ja, kannst du ja machen. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Weil Pupsi gefällt dir wohl, ne? Ich glaube, der Enderman ist weg. Der Regen hat ihn abgelenkt. Das ist sehr schön. So. Da haben wir den Burger. Da haben wir Burger. Die müssen wir auf jeden Fall essen. Wir brauchen unbedingt Essen. So. Ach, habe ich ihn nicht komplett aufgegessen? Moment. Polando, das ist eine Singleplayer-Welt. Da kommst du nicht rein. Was der Train... Das der Trainser meint, ist ein Community-Server, ne? Das hat eigentlich gar nichts mit Life in the Woods zu tun, aber es ist auch was mit Minecraft, ne? Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Genau, wir wollten das mit dem Holz weitermachen oben. Ich bin gerade im Überlegen, ob das sich nicht lohnt, wenn wir hier oben... So. Das sieht komisch aus, ne? Aber so schlecht sieht... Oh. Mach dir nichts draus. Ich find's aber schön, dass man jemand als Community so ein bisschen spielen kann, ne? Ah, guck mal hier. So sieht das doch schon viel besser aus, wenn das so lang geht, als so in... Weiß ich, so runter. Können wir die entfernen? Und kriegen das Holz nicht mal wieder erstattet? Was für ein Schwein. Was für ein schweinisches System. Perfekt. So, 64 Erde. Diese werden wir auch benötigen, denn... Ja, wir fallen erstmal runter, denn... So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Gut, den setzen... ja, genau. Den setzen wir hier hin. Dahin. Oh, genau. Dahin. Okay, wir müssen das ein bisschen so machen. So. So. Genau. Haben wir so schön langgezogen ein Stück Holz, was da uns ein bisschen die Decke vielleicht abstützen wird wahrscheinlich. Ne, das wird auch ganz gut klappen. Da auch. Genau. Es passiert mir immer wieder, aber ich kann mich auch nicht bücken, weil dann mache ich was ganz anderes bei den Carpenter-Blöcken, ne? Das ist ein bisschen doof, aber da führt kein Weg dran vorbei. Na, toll. So, da, Holz, da. Schön, schön, schön. Ich würde sagen, dass wir hier auch nochmal ein Stück Holz langziehen. So. Da auch? Warum nicht? Auf welcher Version spielst du? Das ist die 1.7.10 von der Minecraft, modifiziert mit Minecraft Life in the Woods. Das ist ein Modpack. In diesem Modpack, das kannst du dir bei Google, bei Life in the Woods musst du eingeben. Ich meine, dass ich das auch unten verlinkt habe in den Kommentaren, aber jetzt nicht im Livestream, sondern im Let's Play. Da sind alles schon vorinstalliert, wenn du es dir runterlädst. Ja, das wäre der Minecraft Life in the Woods. Was? Das wollte ich nicht, aber egal. Ich meine, dass man den auch noch rausragen lassen kann. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, denke ich. Ja gut, das Haus wird Stück für Stück, ne? Wenn man so immer schön liebevoll daran arbeitet, es braucht seine Zeit, ne? Pupsi ist auch hart am Arbeiten hier oben auf der Erde. Tore Zelda ist doch vorbei, oder? Nein, nicht ganz. Ich habe Zelda erstmal außen vor gelassen.
Ich wollte jetzt erstmal ein paar auf. Ich wollte ein neues Konzept, habe ich mir überlegt. Ich habe nicht so viel Zeit gerade mit Livestreams. Weil jetzt auch von meiner Ausbildung her Prüfungen noch und so kommen. Und ich muss mich auch langsam für meine Zukunft kümmern. Wie zum Beispiel Bewerbung schreiben. Und da bleibt nicht mehr viel Zeit, neben dem Job noch Let's Plays und Livestreams zu machen. Deshalb habe ich mir überlegt, muss ich mir ein neues Konzept überlegen, dass ich Mittwoch jetzt komplett lange streame. Dass ich genug Folgen habe, um 3 Wochen lang, also alle 3 Wochen kommt, jede Woche kommt ein anderes Spiel und nach 3 Wochen wiederholt sich das wieder. Heißt, wir spielen jetzt live in The Woods. Nächste Woche ist dann vermutlich Transport Fever dran und dann übernächste Woche geht es mit The Legend of Zelda weiter. Muss ich mal schauen, also Transport Fever werde ich vermutlich morgen oder muss ich mal gucken, wann Let's Playen. Wo morgen auch wieder schlecht wird wahrscheinlich. Auf jeden Fall so wollte ich das dann machen, dass wir halt eine stabile Folgen irgendwie rauskriegen täglich. Ja, muss ich halt mal schauen. So, wir brauchen Holz. Holzi, Holz. Wer schreibt das hier in den Chat? Hat immer einer geschrieben, jetzt nicht? Aha, ja. Mal gucken, ob das was wird. So. Haha, nicht genug Zeit. Ich habe Choroplast auf Conti-Schicht gearbeitet und trotzdem Zeit gehabt. Ja, es kommt mal drauf an. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Arbeit, da bin ich platt am Ende, ne? Also, heute war ich auch ziemlich fertig. Ich habe noch einen Augenblick gepennt. Bevor ich gestreamt habe. Andere, ihr das auch anders belastbar halten. Das gehört ja auch noch dazu. Da muss ich mal schauen, wie ich das in Zukunft machen werde. Ne? Also, vielleicht wird das mit dem Konzept was. Am Anfang ist es halt ein bisschen schwer, weil ich kaum Folgen habe, aber wenn ich das erstmal so eingespielt habe, dann wird das auch ziemlich leicht, ne? Der Mittwoch ist halt Live-Let's Play, Samstag ist wieder ein ganz anderer Livestream, das ist ja mehr so Livestream halt und nicht Live-Let's Play. Ja, muss mal schauen. Und der Samstag wird auch nicht immer stattfinden, wenn so gemerkt, ne? Jetzt gerade geht es im Winter, weil man immer Zeit hat, ne? Aber am ersten Weihnachtstag wird das schon wieder ein bisschen schwerer, weil es Familientag ist. Muss ich mal gucken, ob ich das entweder Samstag mache. Ah, nee, Sonntag. Samstag haben wir Heiligabend. Sonntag haben wir ersten Weihnachtstag. Muss ich mal gucken, ob wir das zweiten Weihnachtstag machen, weil da haben wir eigentlich nichts. Dann können wir uns eigentlich einen gemütlichen Weihnachtstag machen. Mal schauen. Hab mir da schon einiges überlegt. Mal schauen, ob sich das so durchsetzen wird oder nicht. Muss man mal gucken, ne? Er hat am Fließband gearbeitet, na siehste. Die ganze Zeit Teile zusammenstecken und aufs andere Fließband legen, ne? Ne, bei uns alle auf Arbeit ist es gerade ein bisschen stressig, das ist halt so, ne? Dann fällt der eine, weißt du, dann fallen immer noch, dann gibt es halt noch die Situation, da kriegen eine Depression oft von der Arbeit und sind krankgeschrieben, dann müssen wir das wieder ausbaden. Unglaublich, ne? Ne? Das ist heute leider so bei der Arbeit. Ist schon Normalität geworden, dass mal eine ausfällt wegen Depression und kein Bock mehr. Das ist echt schon eine Sache, wo ich sage so, oh nee, das kann man doch nicht so machen. Tja. Es ist furchtbar bei uns geworden, so ein bisschen, ne? Aber ich denke, dass sich das auch irgendwann, wenn ich mal woanders arbeite, mal sehen, vielleicht ein bisschen ändern wird. Habe jetzt zum Beispiel auch eine Bewerbung bei der Bahn abgeschickt. Ich weiß nicht, da wird es ja auch so ein bisschen sein in Zukunft, denn dass ich den Samstag nicht kann, weil ich arbeiten muss. Da muss man halt das auch schon wieder das Konzept ändern, also da müssen wir uns auch was überlegen, ne? Aber ich denke mal, während der Ausbildungszeit werde ich nicht am Wochenende arbeiten. Wenn ich bei der Bahn auch tatsächlich angenommen werde, das weiß ich ja noch nicht, ne? Im Moment bin ich ganz positiv da in der Richtung, ne? Hoffen wir mal, dass es gut wird. Mal schauen. Vielleicht hat mein Schicksal jetzt auch mal gut mit mir gemeint.
So, wird dunkel. Wir sollten uns vielleicht mal beeilen, bevor unser Haus wieder eingenommen wird. Wegen irgendwelchen Scheiß. Beeilen wir uns mal lieber. Wir sollten das Haus vielleicht mal ausleuchten. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja, hab ich doch gesagt. Na, als Azubi hat man immer bei der DBW frei. Na, siehst du. Ja, während der Ausbildung wird das noch ein bisschen anders sein. Wenn man nachher doch arbeitet, dann muss man sich halt was ausdenken. Du wirst Nachtschicht kriegen, du wirst am Samstag arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Genau, Trains hat mich ja empfohlen bei der Bahn, ne? Deshalb hat sich das Schicksal, hat er es gut gemeint, ne? Nicht das Schicksal. Genau, eigentlich hat er schon ein bisschen recht damit, ne? Wenn er jetzt den Vorstand dann noch bearbeiten kann mit der Macht, so, sie werden ihn einstellen. Ich werde ihn einstellen. Genau, so muss das funktionieren, ne? Vielleicht klappt das ja auch so wirklich bei der Bahn, wer weiß. Mal hier so eine Holztür, habe ich gerade mal so überlegt, ne? Huch, wo ist denn die Holztür? Hallo? Hat da irgendwas gesetzt, aber ich weiß nicht wo. Huch, achso, jetzt ist sie da. Oh, sieht doch schick aus, ne? Naja. Ich sehe gerade, hier fährt ein Unterrahmen, ne? So. Gut. Ja. Fichtenholz. Fertigen wir mal ein bisschen was an, dass wir hier noch ein bisschen arbeiten können. Decken wir das ganze Haus nochmal ab. In der vernünftigen Farbe. Achso, wir könnten nebenbei noch ein bisschen schlafen. Da haben wir schon wieder schöne helles Licht. Dann spawnen ja auch keine Monster im Haus, wie letztes Mal. Die Einnahme. Ich merke gerade, das ist das falsche Holz. Verdammt. Stimmt ja, wir haben, welches Holz haben wir denn letztes Mal genommen? Also, stimmt, als Fichtenholz habe ich den Rand, nee, Eichenholz. Hier wird Eichenholz angezeigt, aber das ist Fichtenholz, komischerweise. Hier wird auch Eichenholz angezeigt. Das ist aber Fichtenholz, komischerweise. Das ist aus Fichtenholz, nicht aus Eichenholz. Ranger ist der Vorstand. Okay, warum sagst du nicht gleich, ich bin eingestellt? Das ist doch viel einfacher. Schwarzeichenholz. Nee, das war's nicht. Doch, warte mal, das war Schwarzeichenholz. Genau, das war Schwarzeichenholz, das wir verwendet haben. Na, siehst du. Da haben wir das gefunden. Perfekt. Upsi, mach mal Platz. Ich muss durch. Schwarzeichenholz. Genau, das war das. Ich hätte nebenbei auch die Treppe nehmen können, aber egal. Huch. Manchmal frage ich mich echt, wo das Holz abgeblieben ist. Aber ich glaube, ist weg. Komisch. Jetzt bin ich ganz verwirrt. So. Ja. Na, so Stück für Stück wird das was mit dem Haus, ne? Ich merke gerade, wir kommen hier gar nicht mal raus. Wir müssen ja aber noch raus. Ich glaube, oben sieht das sowieso jetzt ein bisschen verkrümmt aus wegen Baufehler. Genau, hier haben wir schon mal schon eine Stelle. Gott, welche Richtung war das jetzt? So? Nee, das war falsch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ja. So. Wie dasselbe. So. Sieht doch schon mal viel besser aus. Ja. So, ich will ja unbedingt hier, sieht man jetzt vorsichtig, nicht runterfallen. Hier müssen wir noch einen das Dach ein bisschen vorbauen, dass das so ein bisschen schön aussieht. Das wird dann aber auch mit diesem Fichtenholz einmal rumgemacht. Oder was ist das jetzt hier? Sehe ich gar nicht. Es müsste aber auch dieses Fichtenholz sein, was wir hier eingesetzt haben. Das sieht auch so komisch aus. Ist das schon wieder ein anderes Holz? Kann das... Ja, das ist ein anderes Holz. Gott, ist das verwirrend. Ach, Mensch. Hier ist noch einiges zu tun, bis das Haus perfekt ist, wirklich, ne? So. Ah. Oh, passiert das immer nur mir?
Warum passiert das immer nur mir? Warum? Mir fällt gerade ein, wir müssen langsam mal wieder Essen machen. Ne? Das wird langsam hier ein bisschen knapp wieder mit den Hamburgern. Da haben wir rohes Rindfleisch. Haben wir aber nicht genug. Brot haben wir relativ noch genug. Weizen können wir noch ein bisschen verarbeiten. Zu Brot. Ein bisschen noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 9. Dann können wir hier so 8 Brötchen. 8 Brot und machen daraus mal Brötchen. Oder Toast, besser gesagt. Toast heißt das ja. Luca, bist Gamer. Hallo, wie geht's dir? Fragt er mich. Hallo, mir geht's sehr gut. Und herzlich willkommen zum Live-Let's Play. Schön, dass du da bist. Ich pupse erstmal runter zu springen hier an, ey. Unglaublich. So. Das. Äpfel können hier mal rein. Oh Gott, das ist so verwirrend mit dem Platz. Ah! Furchtbar. So. Wir müssen unbedingt einen Keller bald machen. Nach dem Dach kommt der Keller. Das sage ich jetzt schon. Das mit den Kisten wird so verwirrend schon. Weil es so viel Kram gibt. So viel Kram. Das macht einen verrückt. Verrückt. So. Der Atlas, der bleibt hier. Das Salz brauchen wir nicht. Knochen können auch weg. Schwarzpulver. Die will ich unbedingt noch später irgendwo hinsetzen. Wo weiß ich allerdings noch nicht. Das Leder kann weg. Das Eichenholz kommt in die Eichenholzkiste. Oder in die Holzkiste. Der Pfeil bleibt hier für Notfälle. Das Fichtenholz selber brauchen wir noch. Diese Spinnenauge. Das, was habe ich jetzt gemacht? So. Spinnenauge brauchen wir auch nicht. So. Was müssen wir? Huch, es kommen ja mal ganz schön viele Twitcher noch nebenbei rein. Weißt du das? Jupp, jupp, 007. Ich nenne dich einfach 007, das ist viel einfacher. Mach doch erst den Keller, wenn dir das auf die Nerven geht. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Wobei wir jetzt sowieso das Holz da drin in der Hand haben. Dann machen wir erstmal das Dach hier oben fertig, bevor wir mit dem Keller anfangen. Maluka, das ist eine ganz gute Idee. Du bist der Beste. Ach, Quatsch. Lüg nicht rum. So. Achso, weil ich mich geduckt habe. Siehst du, deswegen können wir uns hier noch nicht unbedingt ducken, weil dann müssen wir das Runterfallrisiko halt haben, weil sonst können wir den scheiß Block nicht reinsetzen, in den Karpen, ne? So. Ich wollte mir demnächst eine Oculus Rift nicht, aber eine HTC Vive holen. Wollte ja unbedingt Minecraft mal spielen, ne? Ich bin mir gerade überlegen, wie das bei Life in the Woods ist, ne? Du kannst dich nicht ducken, ne? Weil sonst kannst du die Blöcke ja nicht setzen. Und dann musst du ja gleichzeitig noch runterschauen und dann siehst du ja noch den Höheneffekt, ne? Da wirst du ja schon richtig an zu bibbern. Ja, da musste man echt schon anfangen zu bibbern, ne? Weil es ja in 3D ist. Und ich bin auch nicht wirklich so höhenfest auf, wenn ich so ohne Schutz irgendwo langlaufe, ne? Gehst du Revi? Nein, Revi kenne ich nicht. So. Ja, ich bring mich schon wieder um. Aber ich habe eine Idee. Wir machen erstmal diese Seite schnell. So, so, so. Ja. Gut, währenddessen können wir den hier schon abbauen. Die Steinschaufel haben wir ja hier. Gommel kenne ich natürlich. Warum soll ich ihn nicht kennen? Kennt ja mittlerweile schon ein paar YouTuber, ne? Also mittlerweile schon so viele geworden, dass du gar nicht mehr hinterherkommst. Huch, Luca, Best Gamer hostet nun deinen Stream. Oh, vielen Dank. Mein erster,jenige, der den Stream von mir hostet. Vielen, vielen Dank. Upsala. Wird mein Live-Let's Play auch noch gestreamt? Na, sowas. Das ist ja eine Überraschung. Gommel ist cool, das ist so schön, ne? Ich verfolge ihn zwar selbst nicht, weil ich keine Zeit habe dafür, aber anderen entschlage ich das nicht, ne? Oh, verdammt. Baby, das streamt auch. Okay, den kenne ich aber noch nicht, aber egal. Fichtenholz, das war das falsche Holz. Dann müssen wir mal in der Kiste gucken, da müssten wir noch was haben.